So habe ich einfach Dorian Perfoliatum verschrieben. Ja? Und das kann man dann sehr schön sehen, dass das Repertorium Perfoliatum in diesem Fall kann man verschreiben auf verschiedene Weisen. Man kann eine Repertorisation machen und dann kommt auch Repertorium Perfoliatum heraus. Mit den Rückenschmerzen, schlimmer von liegen drauf, die Fieber, die hohe Fieber und alle anderen Symptome, die sie hatte, passen alle und leiten alle zu Repertorium Perfoliatum. Aber man kann es auch tun mit das Familienthema, verletzlich zu sein. Und das Stadium, Stadium 5, kommt man auch zu Repertorium Perfoliatum. Eigentlich muss man das immer tun können, aber man kann es nur natürlich tun, wenn ein Mittel gut vertreten ist in das Repertorium, anders geht das nicht. Die Repertoriae, das ist eine Unterfamilie in die Asteraceae. Wir haben allen das Thema auch mit dem Vater. Eupater heißt auch gute Eupater, Vater. So, sie wollen einen guten Vater haben oder haben einer gehabt. Das war auch in ihrem Fall. Ne? So, das Vaterthema ist stärker betont bei der Eupatoriae dann bei den anderen Subfamilien. Ein Schlüsselsymptom, was ich oft gebrauche, was ich auch hier gebraucht habe, ist die Verschlimmung, die Zeitverschlimmung. 9 Uhr morgens, das ist die typische Zeit für Repertorium. Das ist bekannt dafür, steht auch ins Repertorium. Und so kann man oft Mitglieder auch differenzieren, neben der Stadium mit den Verschlimmungszeit, wenn man die weiß.